Liebe Festgesellschaft, liebe Frau Maas, natürlich wären wir heute alle sehr gerne gemeinsam in Berlin, aber das können wir ja aus uns allen bekannten Gründen leider nicht sein. Auf der anderen Seite gibt mir das die Gelegenheit, eine visuelle Brücke zu schlagen zu Ihrem Forschungsthema, den Fresszellen. Die Entwicklungsbiologin Elvira Maas befasst sich nämlich mit einer besonderen Gruppe von Zellen unseres angeborenen Immunsystems, den sogenannten Makrophagen oder Fresszellen. Sie helfen aber nicht nur bei der immunologischen Abwehr von Pathogenen, sondern sie tragen auch zur Entwicklung und Gesunderhaltung vieler Körperorgane entscheidend bei. So wissen wir heute, auch dank Arbeiten der Preisträgerin, dass sogar degenerative Erkrankungen des Nervensystems auf Störungen einer ganz speziellen Gruppe gehirnständiger Makrophagen, der Mikroglia, zurückgeführt werden können. Aber auch in der Leber, der Lunge, der Niere, unsere Knochen oder in der Haut gibt es Mitglieder dieser Familie von Fresszellen. Lange war die Herkunft der Gewebemakrophagen unklar und man glaubte vor allem, sie entwickelten sich aus Blutstammzellen. In einer Serie höchst eleganter Experimente an Mäusen zeigte Elvira Maas, dass die Vorläuferzellen der Gewebemakrophagen schon in einem frühen Stadium der Entwicklung eines Embryos aus dem Dottersack in die verschiedenen Gewebe einwandern und sich dann dort gewebspezifisch weiter ausbilden. Weitere herausragende Arbeiten widmeten sich den bereits erwähnten Mikroglia des zentralen Nervensystems sowie den Knochenmakrophagen, den Osteoklasten, die bildhauerartig für die richtige Ausbildung der Knochen verantwortlich sind. Bei Überfunktion jedoch einen krankhaften Knochenabbau verantworten. Da die Biologie der Makrophagen so vielfältig und komplex ist, dürfen wir auf die weiteren Erkenntnisse der Preisträgerin sehr gespannt sein. Die bahnbrechenden Arbeiten, für die sie heute ausgezeichnet wird, stammen vor allem aus Maas Postdoktorandenzeit bei Frederick Geismann am Memorial Sloan Kettering Center in New York City und am King's College in London. Zuvor führte sie ihr Weg als Doktorandin ins Labor von Michael Hoch am Limes-Institut in Bonn, genau dort, wo sie nun seit 2017 eine eigene Arbeitsgruppe führt. Den Grundstein ihrer Karriere legte Frau Maas ebenfalls in Bonn, wo sie das Diplom der Biologie mit Schwerpunkt Entwicklungsbiologie, Genetik und Biochemie erwarb. Frau Maas hat in den führenden internationalen Zeitschriften publiziert. Bereits für ihre Doktorarbeit wurde sie von der Bayer AG mit einem Promotionspreis ausgezeichnet. In den Worten eines Gutachters haben ihre ausgezeichneten Arbeiten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft den Blick auf die Differenzierung gewebeständiger Makrophagen und ihre Bedeutung für die Krankheitsentstehung wesentlich verändert. Genügend Gründe, ihr den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2020 zu verleihen, zu dem wir herzlich gratulieren und Elvira Maas auf ihrem weiteren Weg alles Gute wünschen. Musik.